Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, mein gleich. Ja, und heute berichte ich aus Ribéry's Toilette. Ja, wie ihr seht, da sind einige goldene Sticks in die Schüssel gegangen. Ja, so sieht das nun mal aus. Wenn man zu viel Kohle hat, dann scheißt man sich das goldene Klo. So, also. Jo, dann fangen wir einfach mal an. Heute gibt's ja, heute gibt's wieder ein neues Set hier im Item Shop und dann gucken wir da mal rein. Was ist das? So, hier sind wir im Item Shop und ja, das neue Set ist hier vorne, das Ark Set. Da haben wir einen Engel mit. Sehe ich das richtig? Hat der Engel einen Nasenring? Ein Engel mit einem Nasenring. Okay. Und das könnte so ein klein wenig aussehen. Naja, so, also. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Flügel natürlich. Sieht schon nice aus irgendwo, ne? Aber passt halt so gar nicht, ne? Also ich müsste den eigentlich spielen, weil ich bin ja in dem Spiel total lieb und tue ja keiner Fliege was zuleide. Also müsste ich eigentlich den Engel spielen. Nö. Ah, nee, mache ich auch nicht. Also sorry, aber ja gut, was gebe ich dem Engel? Finde das mal eine ganz interessante Idee irgendwie und ich gebe dem Engel 8 von 10. Und dann gucken wir mal, passt zwar überhaupt nicht zu den Fortnite-Spielern aktuell, aber macht doch nichts. So, der Engel, 8 von 10. Was hat er hier? 3,78 von 5 bei 9 Votes. Ja. So. Was haben wir denn da noch? Haben wir da noch irgendwas? Haben wir da noch irgendwas? Nö, das war es jetzt dann auch schon hier von dem. Dann haben wir hier diesen Virtue. Das Ding sieht schon echt nice aus irgendwie, ne? Muss man schon sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Ton ist im Arsch. Ne, der Ton ist da. So. Wie hört denn sich das Teil an? Ja, sieht schon cool aus irgendwo. Auch mit dem Partikeleffekt da, ne? Hat irgendwie was. Swing forever true. Ja, und da würde ich mal sagen, kriegt von mir auch 8 von 10, das Ding. So. 8 von 10. Haben wir da auch schon Noten? Moment, das ist das hier. Ui. Ui, 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 ui. 5 von 5 bei 3 Votes. Alles klar. Und jetzt schon 37 Reminders. Das ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. So, dann kommen wir zu einem Skin, der sieht ein bisschen aus wie Peggy Bundy von einer schrecklich netten Familie im Aerobic-Dress, also noch viel grauenhafter als so. Ja, und Peggy Bundy, also allein diese Farbkombination tut in den Augen weh, da kriegst du tatsächlich Augenkrebs hier, das ist ja, das macht keinen Spaß, sich das anzuschauen hier. Spandex Squad Set und der Aerobic Assassin bekommt von mir. Was kriegt denn die von mir? Die kriegt von mir. Ich finde die schrecklich. 4 von 10 kriegt die von mir. So, dann schauen wir doch mal, wie sieht es denn da aus bei der. Wo sind die überhaupt? Da. Ja. Seht ihr ähnlich? Also 2,5 von 5 bei 30 Votes. So, dann haben wir hier diesen Radiant Striker. Ja. Es gibt Skins, die sehen beschissener aus. Kriegt von mir, ist halt ein No-Skin. Kriegt von mir 5 von 10. So, was hat denn der Radiant Striker? 2,5 von 5 bei 6 Votes nur. Also,
Steht hier auch nicht wirklich drauf. So, der Wesp gnadenlos 0 von 10. Weil das Ding ist ein Standardgleiter, der auch noch extrem kacke aussieht, finde ich. 3 von 5. Bei 3 Votes nur. Dann haben wir den Lama Bell. Die Lama Glocke. Bam 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 bam. Ich liebe die Lama-Glocke, ich liebe diesen Sound, ich liebe die Glocke, ich liebe die Bewegung. Ich kann zwar, weiß zwar nicht, was man mit dem Ding anfangen soll, das macht einfach nur Bock. Es ist einfach nur cool und macht einfach nur Spaß. Und deshalb kriegt die Lama-Glocke, also die hat sich so in meine Birne reingefressen, die Lama-Glocke, deswegen kriegt sie von mir jetzt 10 von 10. Und nicht weniger verdient die Lama-Glocke. Was hat die Lama-Glocke bei euch bekommen? Schauen wir mal hier rein. 4,71 von 5 bei 68 Votes. 238 Reminders. Dann haben wir hier die Spektre. Sieht ein bisschen aus wie die Omega-Picke. Oh, und dann kriegt die von mir nämlich deswegen 7 von 10. So, was haben wir hier? 4,08 von 5 bei 13 Votes. So. Jetzt haben wir noch die Scorecard hier. Die hat sich der sofort auch geholt. So, meine Nummer 1. Scorecard kriegt von mir 7 von 10. Dann schauen wir mal, wie sind da eure Noten ausgefallen. 3,4 von 5 bei 5 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Und die Kamera hat mich nicht mehr. So, ciao.